Drei Monate sind jetzt vergangen. Der SA-Dolch und das Hitlerjugendmesser waren jetzt quasi mindestens 3 Monate im destillierten Wasser. Und heute im Part 2 will ich euch einfach mal den Zustand zeigen, wie die sich jetzt verändert haben in den 3 Monaten und ob das bis jetzt ein positives Ergebnis oder ein negatives Ergebnis ist. Ich möchte noch einmal klarstellen, das ist hier kein Anleitungsvideo, das ist einfach nur ein Erfahrungsbericht und auch ein Experiment, wie sich das verhält, wenn man diese Dinger ein Jahr lang mit destilliertem Wasser behandelt. Ob das Ergebnis gut wird oder nicht. Beim SA-Dolch sieht man dort diese Rost, Flecken. Und das, was man da sieht, das ist der Rost, der von innen nach außen gezogen wird durch das destillierte Wasser. In der Anfangsphase war das noch extrem viel, da war der gesamte Dolch damit übersät. Aber in den letzten Wochen kommt nur noch aus diesen, ich sag mal, wo Löcher sind, ganz kleine Löcher, wo das schon durchgerostet ist, da zieht quasi das destillierte Wasser den Rost nach außen und da sammeln sich dann immer so eine kleine Rosthäufchen. An vielen Stellen ist kaum noch Rost zu sehen, aber es ist jetzt auch nicht blank oder so. Es ist einfach nur entsalzt an einigen Stellen. Trotzdem kommt immer noch von innen nach außen Rost. Das kommt wahrscheinlich von der Klinge und dementsprechend wird es noch eine ganze Weile dauern. Wir haben jetzt dann logischerweise die Klinge noch nicht rausgeholt. Das wollen wir aber auch noch machen demnächst. Mal sehen, wie sich das entwickelt, ob das überhaupt möglich ist mit dem destillierten Wasser, dass sich die Klinge löst oder dass sich das ein bisschen lockert, dass wir dann versuchen können, die vorsichtig rauszunehmen. Dasselbe Ergebnis haben wir quasi beim Hitlerjugendmesser, außer dass dort schon eine ziemlich große Fläche gar nicht mehr rostet. Die ist dann so schwarz und das bedeutet, dass dort eigentlich gar kein Rost mehr ist. Das ist dann wie so eine schwarze Patina, die da immer entsteht, immer wieder aufs Neue, wenn man das einlegt. Und aber auch da sieht man überall diese Rostflecken, diese Anhäufungen, wo der Rost von innen nach außen rausgezogen wurde. Und auch da ist das noch in der Scheide drin und wir haben das immer noch nicht rausgekriegt, weil ich muss schon sagen, 3 Monate, das reicht einfach nicht. Das muss alles noch wesentlich länger eingelegt werden. Ich denke, wenn man das noch ein bisschen länger drin liegen lässt, dann sieht das in 3 oder in 6 Monaten wesentlich besser noch aus. Und vielleicht haben wir es dann geschafft, auch die Klingen rauszukriegen. Nachdem die eine Woche im destillierten Wasser liegen, werden die dann halt genommen und werden einfach mit einer weichen Bürste, einer weichen Drahtbürste oder in dem Fall ist eine Feinbürste aus Messing, weil wir haben einfach nicht so weiche Drahtbürsten gefunden, wie wir haben wollten. Wir haben zwar welche auch und die werden auch verwendet, aber hauptsächlich nehmen wir immer diese ganz weiche Feinbürste dort. Und dann werden die Dinger einfach gebürstet. Und wenn dann der Rost ab ist und die soweit sauber sind, werden die noch abgespült und gereinigt ein bisschen und dann werden die wieder ins destillierte Wasser gelegt. Und wenn die dann schön gebürstet sind, dann sehen die so aus. Ich zeige euch jetzt nochmal im Vergleich, wie die jetzt aussehen nach den Bürsten und blende euch mal zum Vergleich noch den alten Zustand ein. Immerhin ist das Material größtenteils erhalten geblieben und darum geht es ja auch, dass man die schonend vom Rost befreit und das dauert nun mal lange, so dass man so viel Material wie möglich an dem Fundstück behält, was man dann später ja konservieren kann. Wenn man das jetzt rabiat reinigt, dann bekommt man das nicht hin, dann brechen da Stücke ab, dann hat man da überall Löcher drin und das wollen wir eben vermeiden. Wir wollen ja auch die Scheide und die Klinge so gut es geht dann später haben und nicht irgendwie da was mit Gewalt rausbrechen. Ja, und hier am SA-Dolch sieht man auf jeden Fall einen Unterschied im Gegensatz zu den letzten 3 Monaten. Hat sich schon was getan. Vor allem an den
am Beschlag sieht man, dass da eigentlich ja kein Rost mehr dran ist. Die Scheide sieht aber noch nicht so gut aus, aber trotzdem finde ich, dass der Zustand doch schon ziemlich gut ist für 3 Monate. Aber destilliertes Wasser braucht eben seine Zeit und ich denke mal in 6 oder in 20 Monaten sieht die Sache besser aus. Hier sieht man nochmal den SA-Dolch komplett ohne Zoom und ohne Lupe. Hier sieht man nochmal die Feinbürste, die wir verwenden. Die haben wir im Bauhaus gekauft und die hat irgendwie 5 Euro oder so gekostet. Und hier sieht man nochmal das Wasser, wie es aussieht nach einer Woche. So sehen die jetzt aus nach Reinigen und dann wird da wieder frisches Wasser aufgekippt und jetzt bleibt das wieder mindestens eine Woche stehen, je nachdem wie die aussehen. Wenn das Wasser nicht so doll schmutzig ist, lassen wir sie auch manchmal 2 Wochen stehen. Und ja, so sieht es eben aus. Und so werden die jetzt noch die nächsten 6, 7, 8 Monate da rumstehen. In 3 Monaten gibt es dann wieder ein Video-Update. Hier kann man nochmal sehen, wie es nach einem Tag aussieht. Da sieht man, dass da wieder eine ganz leichte Rostbildung entstanden ist. Also das ist quasi der Rost, der von innen nach außen gezogen wird. Und der hat sich da schon so ein bisschen angesammelt und wenn sich dann in einer Woche wieder ordentlich was angesammelt hat oder in 2 Wochen, dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Dann wird wieder das alles gereinigt und gebürstet und dann werden die wieder eingelegt. Dann kommt wieder frisches, destilliertes Wasser auf. Und dann bleiben die da wieder 2 oder 1 Woche drin liegen. Und in 3 Monaten werden wir euch dann wieder ein Update dazu zeigen, wie der Zustand ist. Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen und war ein bisschen informativ zu diesem Thema. Würde mich freuen, wenn ihr noch was in die Kommentare schreibt, was ihr von dem Projekt haltet und von dem Dolch, wie der jetzt aussieht, ob ihr das auch so seht, dass das eigentlich ein recht positives Ergebnis ist bis jetzt oder ob es eher nicht so schön ist. Ich werde den auf jeden Fall nicht mit Cola reinigen oder mit irgendwelchen Elektrolyse-Sachen, weil das einfach viel zu rabiat ist. Also Elektrolyse ist zu rabiat. Da geht viel zu viel verloren vom Material. Ich habe schon Elektrolyse-Reinigungen gemacht und vielleicht werde ich auch da mal ein Video drüber machen und mal einen Gegenstand mit Elektrolyse reinigen. Aber erstmal sind wir hier mit dem destillierten Wasserprojekt beschäftigt. Das war's jetzt mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.